und herzlich willkommen. Mein Name ist Hunting Mythos und wir spielen wieder Castle Clicker. So, dann wollen wir mal hier ein bisschen Coins abgreifen. Das war wieder ordentlich. Es war so ordentlich, dass man nicht mal mehr sieht, was da runterzählt. Also, pass auf, ich habe gestern ein bisschen übertrieben. Ich zeige euch das gleich mal. Ich habe jetzt auf jeden Fall einige Level-Ups, so whoopsie. Das war ein bisschen doll, viel und schnell. So, abkassieren. Da war schon wieder mal die Kohle alle. Das war ja nicht neu. Ja. Wir holen uns erstmal die Level-Ups, damit sie uns nicht mehr im Weg sind. So, wir machen das, das. Wir bleiben uns treu. Wobei das ja nicht mehr so viel ist mittlerweile, ne. Bin ich ja fast dafür, was anderes zu nehmen. Das hier ist alles blöde, also bleiben wir dabei. So, Miner oder Builder? Ich will mal Miner. Dann würde ich sagen, wir holen uns den Powerstone. Ja, ja. Ah, von der Wolle abgezogen. Gut, 5 Gemstones. Noch ein Inn ist fertig gewesen. Sehr schön. Stimmt, ich hatte die Dinge angewiesen zu bauen. Bauen. Okay. Du schipperst mal los. Und wieder instant verkackt. So, los schippern. Wir haben jetzt 9, ne, halb 10. So lange schlafen, weil wie gesagt, das war jetzt mit dem. Mit dem Besuch so lange, ne? Dann noch ein bisschen Film geguckt, halbe Stunde, Stunde. Und dann. Boah, dann. Bin ich auch eingeschlafen. Ich muss es jetzt schaffen, um 7 aufzustehen. Das ist nämlich das Ungünstige daran. Das heißt, um 7 bedeutet 22 Stunden. Sagen wir mal 21 Stunden, weil halbe Stunde und so. Okay. Nein, nicht bitte. Doofer Idiot. Gibt doch schlaue Idioten. Manchmal. Falls ihr jetzt unbedingt krank wolltet. So, Level Up hatten wir noch. 5% faster Chips, das machen wir mal danach. So, Explorer, das ist Gallery, hä? 4 Sekunden für die neue Stadt. Ich hab hier gestern mein Observatorium ein bisschen genutzt, sagen wir mal. Und wie wir sehen, haben wir hier den einen oder anderen Schatz. Das dauert einen Tag, den zu holen. Was? Willst du mich rollen? Nein! Nein! Oh nein! Gott, ihr habt euch diese Karte weg! Kacke! Vollhonk! Das Übliche. Ach man. Das ist das, was ich eigentlich nutzen wollte. Ich bin nicht irre. 8 Stunden dauert trotzdem viel zu lange. Wir holen uns mal hier neue Städte. Müssen wir mal irgendwas Schönes finden hier. Nehmen wir mal das nächste Schiffchen schon ab. 21 Exploren. So, 1 zu 28. Wow. Das ist ja nicht gerade ohne. So, exploren. Was ich jetzt mal gucken wollte, ist. Wir können gern plus 1 und plus 2 schon verscherbeln. Da wir hier alle Dinger fertig haben, können wir das so ja machen. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal hier weg, weil die mir echt auf den Nerven hier. Was können wir dann bauen? Gilden, wir gucken mal. Wir haben jetzt hier einige freie Schalten. Wir machen erstmal diesen, damit mit Ruhe gibt, das ganze Ding. Das können wir uns so ja leisten. Mach das hier mal schnell. Bevor wir irgendwas anderes machen. Dann verkaufen wir die anderen Sachen. Weil die sind ja eh unnötig. Die werden wir sowieso nie wieder skillen. Und ganz ehrlich, da die ganzen Städte noch zu bauen, finde ich eigentlich totaler Blödsinn, weil das, was du da an Boni kriegst, ist so niedrig mittlerweile, dass das ja keinen Sinn macht. Auch, ich finde allgemein finde ich die Städte nicht gut, ne? Du bekommst immer so ein paar kleine Boni, wie schon erwähnt, aber du hast, ist es nicht, das ist so teuer und das lohnt sich meines Erachtens nach einfach nicht. Er könnte mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie die Leute, die das spielen, ne? Lohnt sich das, die ganze Städte, diese ganze Stadt zu bauen und dann alle auszubauen oder eher nicht so, weil wir kommen ohne ja super schnell voran, ne? Wie man hier sieht bisher. 1 zu 16. Aber noch eine Stadt hier. Aber die Gilde war jetzt fertig, oder was? Ja. Ist sie. Können wir uns auch leisten. Ja, dadurch, dass wir die ganzen hohen Dinger hier haben, ne? Können wir uns das alle ganz schön leisten.
wie gesagt, ich werde von allem die erste Gilde vielleicht erstmal machen und dann könnte man mal überlegen, ob wir das resetten. Und dann sehen wir mal weiter. Das wäre vielleicht, glaube ich, eine gute Idee. Wir machen jetzt die hier noch. Wenn wir es schaffen, die Refining-Gilde noch. Und dann gucken wir mal erstmal. Boah, weil das dauert schon richtig lange hier, das Ernten. Fast ein bisschen zu lange. Für meinen Geschmack. Ja, dauert wirklich lange, auch mit dem ersten Ding schon. Das Observatorium müssen wir gerne abschließen. Das wollte ich eigentlich nicht, aber das passt. Wenn wir schon dabei sind, können wir gleich das Observatorium abschließen. So, dann jetzt auch mal die Gebäude, was wir eigentlich bauen wollten. Das sieht doch gut aus, oder was? Carpentry School, dann könnten wir theoretisch auch die Schiffe upgraden. Ich überlege jetzt noch ein paar von den Lumberyards und so mitzunehmen. Da müssen wir gleich erstmal einen Blick drauf werfen, was die kosten. So. Lumberyard. Mining School ist ganz schön teuer. Dann machen wir mal erstmal. Lass mich kurz überlegen. Ich habe ja gestern noch Dragon Fortress nachgeholt. Ne, so einiges. Und einiges an Rune Factories. Die sind also auch up to date, die Dinger. Lumberyard Nummer 2. Na, ins Wir können wir uns holen. Unser Stein ist auch schon sehr, sehr aufgebraucht, sag ich mal. Mittlerweile. So, wie sieht's denn aus? Wir haben noch jetzt hier Minen gekriegt, einige. Genau, der dauert bis relativ lange. Und viele Minen sind es auch nicht. Weil auch ein Schiff unterwegs verschollen ist, scheinbar. Das Steamship ist nämlich mal wieder hängen geblieben irgendwo, weil kein Dingens da war. So, Choose a Reward. Jetzt können wir wieder das hier nehmen. Können wir nämlich damit wieder einige pushen. Ist immer ein Hin und Her mit mir, ja. Dann schauen wir mal jetzt, was die Boni sagen. Die Stats. Wir haben 100, 104, 101. Also die Bilder sind gerade im Rennen. Okay, Bilder erstmal nicht mehr. Möglichst meiner, wenn ich das richtig gesehen habe. Was ist denn hier eigentlich mit dem Schiff los? Ah. So, jetzt gucken wir mal, was kostet es denn, dich abzugraden? 800 von dem... Na, haben wir nicht. Haben wir absolut ja nicht. Haben wir so absolut ja nicht. Dann machen wir mal diesen hier. In der Zwischenzeit. Warte, was sagt die Wolle? Die kann erstmal aufgelutscht werden. Das ist sehr gut. So, was sagt das Ding hier? Ja, ist okay so. Dann schicken wir dich los auf Städtesuche. Ne? Du darfst erstmal abschippern. Da nehmen wir mal hier hin. Verkaufen das ganze Ding hier. Ist aber interessant, dass ich jetzt hier in dem Bildschirm lande. So. Okay, das heißt, das haben wir alles jetzt erledigt. Dann sind wir jetzt alle losgeworden. Dann schauen wir mal. Wir sind jetzt in. Wir haben jetzt 3, 4 und 5. In 5 sind wir sowieso gerade bei. Wir erlauben uns mal einen Scherz, pass auf. Wir resetten mal. So. Das sind halt wie immer die Sachen, die man behalten und... Ja. Reset. So, pass auf. Pass auf. Ich weiß nicht, warum wir auf New Game Plus 1 gelandet sind. Aber wir fangen einfach mal damit an. Offensichtlich. Wow, das heißt, wenn du ein Progress Reset machst, verlierst du richtig viel immer, ne? Nicht immer nur 2, sondern wirklich alles bis dahin, scheinbar. Aber was du dann für Boni rausholst jetzt. Alter. Das ist der Hammer, ne? Könnte mir hier fallen, sagen wir mal, ne? So. Na,
Jetzt muss ich mal kurz gucken. Die hier bleiben genauso teuer wie vorher, ja? Ja. Hätte sein können, dass die irgendwie, ne? Irgendwie billiger werden. Aber nee, das wäre natürlich ein bisschen blöd auch eigentlich. Jetzt geht das Ganze los, ey. Oh mein Gott, das kann ja alles was werden hier. Das wird jetzt wieder alles an Werte so ultra hochsteigen, ne? Vor allem müssen wir jetzt die ganzen Schiffe alle wieder upgraden bis dahin. Das wird ein Spaß. So, hier nochmal. Bum, 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 bum. Okay. Mining hatten wir gerade, ne? Refining muss noch. Bum, 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 bum. Nochmal von oben anfangen. Nochmal die Typen hier. Bum, 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 bum. Sind die Boote jetzt noch unterwegs? Nee, die habe ich jetzt resettet, ne? Ist die blöde Karte ja. Nee, ja doch. Nee, die stehen einfach nur so rum. Die müssen erstmal gebaut werden, alles klar. Verstehe schon. Carpentry. Bum, 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 bum. Ja, ja. Das wird jetzt hinziehen. Ist natürlich ätzend, dass du das dann immer wieder komplett von vorne spielen musst, ne? Außer diese. Na, das Game 0 ist ja halt nicht, aber der Rest ist halt so. So, hier. Bum, bum. Noch eins, nächste gleich. Bum, 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 bum. So, Farm sind wir durch. Keep. Das hier. Okidoki. Mann, das war noch Zeit, mal. 117.000 Leute, ey. War das noch viel. So, das haben wir auch durch. Mann, das Lumberyard, Alter. 7800k, das ist echt der Wahnsinn. Easy, Alter, ultra easy. So, das zeigt ausgetappt. Das hier, das müssen wir, da müssen wir ein bisschen warten immer, aber das ist ja auch mehr oder weniger instant. Mehr oder weniger. Achso, ja, ja, ist ja gut, ich hab ja verstanden. Nicht an die Tür klopfen hier, das funktioniert so nicht. Ja, hier. Kann ich mal kurz was probieren, und zwar. Ist schon einiges, ne? Was wir jetzt, im Mining haben. So, dann haben wir die alle durch. Dann gehen wir jetzt zu den Gilden rüber. Magiegilde. Okay. Jetzt geht das nämlich los. Jetzt kriegen wir wieder so ultra viel Erfahrungspunkte dadurch durch alles. Das ist der Hammer, ey. Vor allem wird das, was du pusht, immer höher, ne? Also wenn ich jetzt im New Game Plus 1 anfange, jedes Mal, das ist ja... Der Wahnsinn ist das. Oh ja, ist gut. Boah, das war ein komisches lautes Geräusch, Alter. Halleluja. Boah, das ist ganz schön nervig, muss ich sagen. Dass du das alles so einzeln wirklich dann hier wieder zum Menü zurück und. Das könnte ruhig ein bisschen anders sein, finde ich. Altare, ganz wichtig. Ratare, ganz wichtig. Habe ich gerade mein Daily Gift nochmal gekriegt? Wie cool ist das denn? Casino, nicht Casino. Erst den Altar zu Ende machen. Ach, hier brauche ich wieder Steine. Mist. Okay. Das ist natürlich das einzige Blöde, ja. Du brauchst halt einige an Steine dann, wenn du das resettet hast, um alles wiederzukriegen. Da muss man sich das fast ein bisschen überlegen, ob man das macht. Dafür machen wir das jetzt die nächsten 3-4 Game Plus nicht mehr. So in etwa. Na?
So, das haben wir auch. Mysterium 1. So, das haben wir also fertig. Dann sind wir jetzt im nächsten Game Plus. Und der ganze Spaß wieder von vorne los. Ich baue erstmal die Gilden aus. Und zwar gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir vorstelle. Indem man einfach nur Carpentry zuerst macht. Genau, dann mache ich das nämlich alles gleich hintereinander weg. Ist sinnvoller. So, dann machen wir hier die gleich. Ist eigentlich ganz einfach so. So, Mining muss noch, Refining muss noch. So, Refining School, bam 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 bam, durchkloppen. So, nochmal, bam 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 bam. So, die haben wir alle. Okay. Okay, jetzt gehen wir hier rüber, dann machen wir hier jetzt erstmal Advanced Farm 1, 2 Manic, wie auch immer. Okay. Dann haben wir fahren wir mal durch. Keep ist das nächste. Oh mein Gott. Krass, ja. Und dann bringt das jetzt nicht mal wirklich was hier, die ganzen kleinen Gebäude zu bauen jedes Mal eigentlich. Weil, wenn man mal sieht, was uns jetzt so viel gerechnet wird, ne, ist eigentlich ja nicht so wenig. Aber das bringt uns halt nichts, weil wir von allem anderen schon so einen hohen Verbrauch haben teilweise auch. Das ist irgendwie ein Klick und das, was wir hier jetzt haben, ist dann alles. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt das Holz hier nochmal hochmachen wollten, würden, das wäre ein Klick und das wäre vorbei. Ich hab gespuckt. Upsi. Hab gespuckt. So, das haben wir auch. Innen. Dann müssen wir mal wieder kurz warten, weil die. Okay, das wollte ich nicht, aber. Okay. Nächstes. Boah, das müssen wir gleich noch zweimal machen, so durchrushen. Meine Güte, ey. Ach ja, ja, ist ja gut. Ich vergesse jedes Mal, Mensch. Ich bin so blöd. So, ab hier, Peter. Okidoke. Also, wir werden jetzt hier auch nicht alles schaffen, ne, weil. Wie gesagt, wir müssen ja noch so viel nachholen. Ne, das ist der Hammer einfach. Boah, wir haben so viele Sachen jetzt gekriegt dadurch, ne? Und das mache ich jetzt auf jeden Fall noch zu Ende. Boah, Alter, dieser Sound. Wollte ich gleich noch zweimal, ey. Wollte ich nicht, aber passt. Weg damit. So, das hier wollte ich zu Ende machen. Ich werde jetzt zur Klickmaschine. Altare, jawohl. Ich kann dann ein bisschen Papier abgreifen. Geht dem Mann hier. Das ist natürlich der schöne Vorteil. Du bekommst dann halt einfach nochmal. Bisschen Zeug oben drauf. Hier war ja was mit Steine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, den haben wir auch. Casino. Bam. Und bam. Alles klar. Dann sollten wir jetzt fast alles haben, genau, wunderbar. Ja, im Plus ist durch. Dann frage ich mich. Kann man nicht verkaufen. Mal gucken, vielleicht ist es automatisch dann weg oder sowas. Aber ja, rein theoretisch ist es ja verkauft, ne? Gut, dann würde ich sagen, das war's erstmal für diese Folge, ne?
Wir machen jetzt hier noch einen ganz kleinen Blick, was wir hier alles haben. 6 Blueprints und einen ganzen Hintern voll Level-Ups. Ich muss jetzt halt, wie gesagt, alles noch fertig machen, Schiffe neu bauen und dann können wir mal gucken, was draus wird. Wird jetzt also noch ein bisschen interessant, sag ich mal. Ne? Gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr ja einen Like da lassen. Könnt mich auch gerne abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass wir das jetzt gemacht haben, weil guckt euch das mal an, ne? Das geht ordentlich ab. Und dann würde ich damit sagen, ganz simpel, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.